Oh Mann, Leute. Heute mache ich zusammen mit Rosie ein Baubattle. Wir bauen beide eine sichere Base. Dafür benutzen wir richtig krasse Mods. Mit Geschützen, Fallen und vieles mehr. Und wer die bessere Base baut, gewinnt die Challenge. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Oh, Rosie, bist du bereit für das heutige Build-Battle? Ich bin bereit. Jeder von uns wird heute eine sichere Base bauen und die sicherste Base gewinnt. Alles klar. Denkst du, du kannst gut bauen? Ja, sicherlich. Okay, dann würde ich sagen, du gehst auf deine rosane Seite und ich gehe auf meine rote Seite. Aber Rosie, bau sie nicht zu gefährlich, weil ich muss ja auch an den Schatz kommen, den du da versteckst. Ich gebe mein Bestes. Und Rosie, du darfst natürlich auch keine Angst haben. Meine Base wird richtig gruselig und richtig stark. Oh je. Ich hoffe, da komme ich durch. Oh ja. Also, dann würde ich sagen, wir haben jetzt 15 Minuten Zeit und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Rosie, viel Glück. Viel Glück. Oh Mann, Leute. Meine Base wird natürlich die bessere Base. Und ihr müsst dann auch entscheiden, welche Base die bessere ist. Schreibt jetzt in die Kommentare. 1 für meine Base und 2 für Rosies Base. Ich bin echt gespannt. Und ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal mit dem Untergrund an. Dafür kann ich einfach mit meiner Zauberholzaxt diesen Punkt hier markieren. Und dann auch noch diesen Punkt hier markieren. Dann gebe ich nur diesen Command ein. Und schon besteht mein Boden aus Obsidian. Oh Mann, das ist ja richtig, richtig stark. Und natürlich muss ich auch dafür sorgen, dass Rosie es nicht so einfach hat, in mein Haus reinzukommen. In meine Base, meine ich natürlich. Deswegen werde ich jetzt diesen Punkt hier markieren und dann noch diesen hier. Und ich werde einen Lavasee erschaffen. Aber nicht einen normalen Lavasee, sondern einen Fake-Lavasee. Ihr werdet gleich schon verstehen, was ich meine. Oh ja, Rosie, die Arme tut mir schon sehr, sehr leid. Einmal hier noch aushöhlen. Oh ja, das gefällt mir schon. Hier sind es jetzt 4 Blöcke. Dann gehen wir hier auch 4 Blöcke weg. Das muss ja auch ganz schön aussehen. Dann gehen wir hier nach vorne. Oh ja, hier setze ich noch den zweiten Punkt. Und zack, die Erde verschwindet. Das gleiche muss ich jetzt auch noch hier machen. Diesen Punkt hier markieren. Diesen Punkt hier markieren. Und dann hier auf diese Seite gehen. Bis nach da drüben gehen. Und auch das hier aushöhlen. Oh Mann, wie cool sieht das denn aus? Schaut mal, und jetzt ist mein Haus schon eingegrenzt. Aber wisst ihr was? Hier packe ich jetzt nicht normale Lava rein, sondern ich habe hier einen Eimer mit falscher Lava. Denn diese Lava verbrennt einen nicht und macht keinen Schaden. Aber Rosie wird das bestimmt nicht merken und denkt, dass die Lava Schaden machen wird. Und diese Lava muss ich jetzt hier drinnen platzieren. Oh ja, Rosie muss richtige Angst bekommen vor meinem sicheren Haus. Oh ja, ja, ja. Das wird bestimmt richtig, richtig cool aussehen. Oh, ich würde gerne wissen, was Rosie gerade so baut. Das würde mich echt interessieren, ob ihre Base sicherer ist als meine. Wenn ihr glaubt, dass ich gewinnen werde, dann lasst jetzt in den nächsten 3 Sekunden ein Like da. 3, 2, 1... Oh ja, Leute, ich wusste, ihr seid auf meiner Seite. Das sieht jetzt schon richtig, richtig cool aus. Aber ich muss natürlich hier irgendwie eine Eingrenzung bauen, damit sie es nicht so einfach hat, von hier darüber zu kommen. Deswegen nehme ich jetzt diesen Elektrozaun. Oh ja, der ist elektrisch, der hat Strom drauf. Und wenn man den berührt, bekommt man sehr, sehr viel Schaden. Und schon ist meine ganze Base mit einem Elektrozaun umrandet. Also ich hätte richtige Angst, hier durchzugehen. Aber ihr denkt euch jetzt bestimmt, wie kommt Rosie über diesen Lavasee? Ich habe hier einmal Treibsand. Schaut mal, Leute. Dieser Treibsand, wenn man diesen berührt, bleibt man einfach stecken. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin stecken geblieben. Und dann habe ich einmal natürlich normalen Sand. Da kann man ganz normal drauf hüpfen. Und ich werde jetzt hier ganz viele Treibsandblöcke verteilen. Und Rosie denkt dann, sie kann hier drüber hüpfen. Aber nein, sie bleibt dann hier drin hängen. Das sollte reichen. Und natürlich werde ich auch noch einen normalen Sandblock platzieren und den werde ich genau hier platzieren. Oh ja, sie muss dann einfach hier drüber und zack, hier werde ich noch einen kleinen geheimen Hintereingang bauen und sie wird denken, dass vorne der Eingang ist und wird es hier die ganze Zeit versuchen, aber es wird nicht klappen. Jetzt baue ich die beiden Eingänge. Einmal hier und dann einmal da. Einer ist fake und der andere nicht, Leute. Ihr wisst schon Bescheid, wieso. Sie muss sich ja verlaufen. 2 glitzegleiche Eingänge. Aber hier werde ich eine Gefängnistür platzieren, die sich nicht öffnen lässt.
lässt. Das heißt, sie wird hier stehen und denken, wie kommt sie da nur hin? Deswegen muss sie ganz außen rumlaufen zu dieser Tür, Leute. Und hier werde ich eine coole Fabriktür platzieren. Schaut mal, sie muss jetzt einfach hier auf diesen Sandblock, kann dann rechts klicken und kommt hier auch schon rein. Wie cool ist das denn? Ich muss sagen, meine Base nimmt Form an. Aber ganz wichtig, meine Base muss ja auch noch verteidigt werden. Oh ja, deswegen platziere ich hier geheime Geschütze. Schaut mal, Leute, die fahren aus und schießen dann auf jemanden und den werde ich getarnt lassen. Nur wenn jemand in die Nähe kommt, wird er schießen. Und den letzten platziere ich auch noch hier. So, in jeder Ecke ein Geschütz. Jetzt werde ich hier noch ganz viele Fallen platzieren. Oh ja, falls sie über den Zaun kommt, dann kommen hier richtige Stachel. Und nur noch hier ein bisschen und den Eingang muss ich natürlich auch freilassen. Obwohl, hier kommt sie ja eh nicht rein. Hier darf sie ja nicht reinkommen. Deswegen platziere ich hier auch Stachel. Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus. Wie cool ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass ich so gut bauen kann. Oder, Leute? Und jetzt fange ich an, meine Base zu bauen. Natürlich in Rot. Dafür habe ich diese coolen Blöcke hier. Die sehen richtig, richtig cool aus. Und hier ist ja der richtige Eingang. Hier brauche ich auch den richtigen Eingang in meine Base. Oh ja, einmal außen rum. Und das wird jetzt ein bisschen dauern. Hier werde ich natürlich keinen Eingang freilassen. Hier kommt sie ja nicht rein. Das sieht ja schon richtig gut aus. Rot ist richtig, richtig schön. Wie Feuer und Lava. Richtig gefährlich. Aber ich würde sagen, wir machen das Ganze noch ein bisschen höher. Oh ja, meine Base muss richtig, richtig sicher werden. Rosie, du wirst das niemals schaffen. Mein Dach wird natürlich aus Obsidian. Dafür markiere ich diese zwei Punkte, genauso wie bei meinem Boden. Dann benutze ich diesen Command und wir haben ein Obsidian-Dach, damit Rosie nicht von oben einbrechen kann. Und falls sie doch oben reinklettern möchte, platziere ich jetzt einen Stacheldraht. Schaut mal, der ist richtig spitzig und pieksig. Oh nein, Rosie, da solltest du lieber nicht hochgehen. Meine Base sieht schon richtig sicher aus. Lasst jetzt ein Like da und ein Abo. 3, 2, 1. Oh, danke schön, Leute. Irgendwie muss aber Rosie ja in meine Base kommen. Wir müssen noch den Eingang in meine Base irgendwie verstecken. Sie wird ja durch diese Tür kommen und dann sich denken, sie kann hier einfach reinlaufen. Aber nein, das werde ich jetzt verstecken, indem ich hier einen roten Block setze. Und hier werde ich jetzt eine rote Tür platzieren. Man kann diese kaum sehen. Aber wenn man diese rechts klickt, dann schaut mal, Leute. Es öffnet sich eine Tür. Es ist immer noch rot, aber man kann durch. Laufen. Wie cool ist das denn? Das wird sie nie erfahren, Leute. Aber ich werde jetzt hier noch einen kleinen Hindernis platzieren. Oh ja. Und zwar werde ich diese zwei Spikes hier entfernen und hier ein Loch platzieren. Oh ja. Und hier kommt Gift rein. Und genauso auch hier. Ja, das ist grün und giftig. Das darf man nicht berühren. Und hier werde ich jetzt Fake-Gras platzieren. Und wenn sie hier drüber läuft, zack, alles verschwindet und sie wird vergiftet. Die arme Rosie. Nein, nein, nein. Ich hoffe, sie wird nicht traurig sein. Und zack, zack, zack. Aber ich muss es tun. Meine Base muss ja sicherer sein als ihre. Ich liebe ja diese Geschütze. Und vier Stück reichen doch gar nicht. Wie wäre es, wenn ich ein paar hier oben auch noch platziere? Indem ich hier noch ein bisschen Obsidian hinbaue. In jede Ecke, Leute. Und dann kann ich da drinnen immer noch ein Geschütz platzieren. Zack, zack, zack. Und die werden immer aktiv sein. Die werden alles schön beschützen. Und Rosie wird Angst bekommen. Das ist die sicherste Base in ganz Minecraft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in mein Haus rein. Denn da drin müssen wir jetzt auch noch weiterbauen. Nicht mal ich schaffe es hier, in meine Tür reinzukommen. Die ist so gut versteckt. Zack, Tür öffnen. Und jetzt sind wir auch schon drinnen. Und hier werde ich jetzt an diesem Ende eine Truhe platzieren. Mit einem Code. Oh ja. Und der Code wird ganz einfach sein. 1, 2, 3, 4. Aber das dürft ihr Rosie nicht verraten. Okay? Und diese Truhe lässt sich dann nur öffnen, wenn man den Code eingibt. Und in dieser Truhe werde ich jetzt ganz viele Diamanten verstecken. Das wird die Belohnung für Rosie sein. Und ich würde auch noch sagen, wir platzieren hier ganz viele Blümchen. Das wird sie sehr, sehr freuen. Aber den Code wird sie, glaube ich, niemals herausfinden. Denn Rosie wird genau hier reinkommen. Oh ja, auf dieser roten Fläche. Und natürlich darf sie es nicht so einfach haben. Deswegen würde ich sagen, wir machen das Ganze ein bisschen tiefer. Und sie muss ein kleines Jump and Run absolvieren. Einmal diesen Punkt auswählen, diesen Punkt. Und dann machen wir diesen Command.
Ganz easy peasy und zack wird das Ganze hier ausgehöhlt. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal und nochmal, bis alles richtig tief ist. Zack, hier werde ich jetzt ganz viele bunte Spikes platzieren, denn diese Spikes sehen zwar cool aus, aber wenn man hier drauf fällt, dann sieht es gar nicht gut aus für Rosie, denn man bekommt richtig viel Schaden. Mehr sogar als bei Lava. Oh Mann. Und diese platziere ich jetzt hier überall auf dem Boden. Und noch ein paar hier, hier und hier. Und schon schaut mal, wie cool dieser Raum aussieht. Das lenkt einen richtig ab. Und dafür werde ich einen richtigen coolen Weg machen, über den sie hüpfen muss. Einmal werde ich hier einen Block platzieren. Dann geht es natürlich hier weiter, wo sie dann hier drauf springen muss. Und das sieht dann ungefähr so aus. Zack, zack. Und sie darf nicht nach unten kommen. Aber ich werde noch Ghost-Blöcke verwenden. Und diese platziere ich auf der anderen Seite. Und zwar genau so. Und wenn sie dann versucht, auf diesen Block zu springen, zack, sie fällt durch und bekommt Schaden. Wenn ihr findet, dass ich ein bisschen zu fies bin, dann lasst jetzt ein Like da. 3, 2, 1. Oh Mann, Leute, bin ich wirklich so fies. Warum liked ihr alle? Jetzt werde ich erstmal hier dieses kleine Mini-Jump'n'Run bauen. Ich glaube, sogar keiner von euch würde dieses Jump'n'Run schaffen. Das ist ja mega schwer und verwirrend durch diese ganzen bunten Spikes. Und hier werde ich das Ganze auch noch umranden. Sie wird denken, sie kann hier einfach draufspringen. Aber nein, sie fällt hier runter. Wow, schaut mal, Leute. Wie krass sieht meine Base denn aus? Aber ich glaube, außen fehlt noch was. Ich werde, glaube ich, außen auch noch ein bisschen Stacheldraht platzieren, damit das Ganze noch sicherer ist. Ich hoffe, ich übertreibe nicht zu sehr, Leute. Und hier wird sie gar keine Chance reinzukommen. Hier mache ich alles zu. Da wird sie die ganze Zeit versuchen, in diese Tür zu kommen. Nein, liebe Rosie. Du wirst hier niemals reinkommen. Und wisst ihr, was ich noch habe, Leute? Ich habe hier eine Rauchbombe in der Hand. Aber die ist nicht gefährlich. Die versperrt einen nur die Sicht. Und das werde ich auch ab und zu werfen, damit es Rosie richtig, richtig schwer hat. Schaut mal, wenn ich diese Rauchbombe werfe. Wow. Was passiert denn da? Da kommt ganz viel roter Rauch und sie wird nichts mehr erkennen können. Schaut mal, wie das aussieht. So viel Rauch. Und diese Blöcke gefallen mir auch. Außenrum muss es auch noch richtig bunt sein. Oh ja, bunt gefällt mir. Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie kommt Rosie an diese geheime Truhe da drinnen? Das werde ich euch gleich zeigen. Wir gehen ja hier durch und dann muss sie ja irgendwie da hinten hinkommen. Und dafür werde ich ein Schild platzieren. Dieses Schild kommt hier hin. Und hier wird dann stehen 1, 2, 3, 4. Und das wird sie niemals erkennen. Meine Base ist fertig und ziemlich sicher. Oh ja, mal schauen, was Rosie so gebaut hat. Leute, wenn ihr findet, dass das richtig cool aussieht und sicher ist, lasst jetzt sofort ein Like da. 3, 2, 1. Oh, Dankeschön, Leute. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was Rosie so gebaut hat. Rosie, du kannst mich wieder hören. Bist du fertig? Oh, hi, Flaxi. Ja, ich bin fertig. Du? Oh, Rosie, ich sehe schon. Was ist das denn, Rosie? Flaxi, was ist denn? Rosie, bist du dir sicher, dass das eine sichere Base ist? Die ist ja so mickrig klein. Du wirst schon sehen. Okay, dann muss ich jetzt in den Survival-Modus. Und dann muss ich versuchen, an deine geheime Truhe zu kommen, richtig? Ganz genau. Okay, Rosie, ich bin jetzt im Survival-Modus und komplett ausgerüstet. Und jetzt werde ich in deine sichere Base eindringen. Viel Glück. Denkst du, ich werde das schaffen? Kommt drauf an. Ich bin doch gut, Rosie. Was denkst du von mir? Vielleicht schaffst du es, vielleicht auch nicht. Okay, dann muss ich jetzt erstmal schauen, wo sich der Eingang befindet. Und das sind Laser. Die darf ich, glaube ich, nicht berühren. Ja, die würde ich auch nicht berühren, wenn ich du wäre. Okay. Oh nein, was ist das denn? Was schießt da auf mich? Oh nein, du hast auch Geschütze platziert. Oh nein. Wie soll ich jetzt da vorankommen? Oh nein. Die treffen mich ja gar nicht. Ich bin viel zu schnell. Oh nein. Zum Glück habe ich hier Obsidian-Blöcke. Die dürfen wir natürlich verwenden. Oh nein. Was ist das denn? Dieses Geschütz ist sehr, sehr stark, Rosie. Was hast du da getan? Ich dachte nur, ich mache es ein bisschen schwieriger. Oh nein, okay. Ich muss hier irgendwie reinkommen. So. Nein. Los. Ich muss das irgendwie schaffen. Ein Block hier.
Oh, wie soll ich da nur vorkommen? Okay, ich muss jetzt, glaube ich, einfach nur schnell sein und rennen. Los, los, los. Und hier ein paar Blöcke bauen. So, nein, nein, nein. Ich habe es geschafft. Oh, das ist richtig schwer. Kompliment, Rosie. Dankeschön. Das heißt, ich muss mich jetzt hier ganz langsam vorbauen und immer hinter eine Obsidianmauer verstecken. So geht das ganz easy. Ich bin natürlich schlau. Oh, das ist wirklich clever von dir, Floxy. Daran habe ich gar nicht gedacht. Oh, ja. Und du bekommst natürlich die gleiche Ausrüstung. Oh nein, diese Geschütze sind sowas von stark. Oh nein, 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 schnell hinter meine Mauer. Oh Mann, das ist richtig schwer. Hier noch ein Block, hier ein Block, hier ein Block. Oh, das sollte so klappen. Nein, 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 nein. Hier brauche ich auch noch einen Block. Und dann platziere ich hier auch noch was. Oh nein, das war ein Fehler. Den muss ich jetzt auch noch abbauen, sonst komme ich ja gar nicht rein. Und jetzt ist der ab. So, perfekt. Und jetzt muss ich hier auch noch was platzieren. Zack, zack, zack. Und jetzt sollte ich durchkommen. Schnell, schnell, schnell. Nein, nein, nein. Diese Geschütze sind zu stark. Ich muss jetzt einfach ganz schnell sein und rennen. Los, los, los. Hier ist Lava und ich habe es geschafft, Rosie. Oh, wow. Du hast dir einen Gang gebaut. Oh, ja. Einen Gang. Soll ich jetzt nach oben oder nach unten? Ich glaube, ich gehe erstmal in den Keller. Da sind bestimmt ganz viele Schätze. Wow, wow, wow. Was ist jetzt passiert? Rosie, das war ja richtig unfair, Rosie. Hoppala, dann bist du wohl in meine Falle getappt. Oh, nein, nein, nein. Und jetzt muss ich hier wieder reingehen. Das heißt, ich muss nach oben laufen. Schnell, schnell, schnell. Ich brenne. Schnell hier rein. Oh nein, ich bin schon wieder in Lava gefallen. Diese ganze Lava nervt mich, aber das stört mich nicht. Ich muss jetzt hier nach oben gehen. Oh nein, nein, nein. Was hast du hier gebaut? Nur ein kleines Jump'n'Run. Nur ein kleines Jump'n'Run? Ist das dein Ernst, Rosie? Magst du keine Jump'n'Runs? Das ist doch gar kein Problem für mich. Schau mal, wie gut ich das kann, Rosie. Aber was ist denn hier? Oh, ich hab dich durchschaut. Hier sind unsichtbare Blöcke und die sehe ich. Oh Mann, du hast sie gesehen. Oh ja, und jetzt muss ich nur noch da drauf springen. Einmal zack und einmal hier und hier nach oben. Zack, wie einfach ist das denn? Und nochmal unsichtbare Blöcke und ich hab gewonnen. Okay, herzlichen Glückwunsch. Wo ist deine Truhe? Meine Truhe, die ist... Oh Mann, oh Mann. Vielleicht willst du doch nochmal im Keller gucken. Nein, 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 Rosie. Du hast hier irgendwelche Tricks. Ich klicke jetzt hier alles an. Irgendwo muss doch hier was sein. Wow, wow, wow. Ich hab's gefunden. Ganz viele Diamanten und Redstone, Rosie. Schau mal. Yay. Und jetzt gehen wir auf meine Seite. Und du musst in meine sichere Base eindringen. Los, los, los. Okay, Rosie. Schau mal meine sichere Base an. Oh, wow. Die sieht ja richtig gefährlich aus. Denkst du, du kannst da eindringen und dir die Diamanten schnappen? Ich werde es versuchen. Ich bin schon im Survival und ich habe meine Rüstung. Okay, dann los geht's, Rosie. Okay, ich renne hier einfach durch. Da ist schon die Tür. Au! Ah, nein, die Schätze. Oh nein, Rosie, was tust du da? Oh, das ist Treibsand. Oh nein, Rosie, du bist in mein Treibsand gegangen. Das ist gar keine richtige Lava. Wie keine richtige Lava? Bekommst du keinen Schaden? Die Tür ist zu. Ich komme nicht... Moment mal. Oh nein, Rosie, du hast die Tür einfach abgebaut. Oh nein, aber dann passiert das hier. Oh nein. Jetzt gehst du wieder nach draußen. Was willst du jetzt als nächstes machen? Es muss einen anderen Eingang geben. Das wäre eine Möglichkeit. Ein anderer Eingang. Okay, mal gucken. Ein anderer Eingang. Hier sind schon mal keine Türen. Das heißt, die Seite ist nicht richtig. Hier sind überall Spikes. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht reinlaufe. Aha, da ist er ja schon. Oh. Hier sind noch mehr Geschütze. Hilfe! Oh nein, Rosie. Was war das denn? Du bekommst natürlich noch mehrere Versuche. Rosie, da bist du ja wieder. Ich werde jetzt ein bisschen behilflich sein, damit du nicht direkt getroffen wirst. Los, los, oh, los. Dankeschön. Rosie, was tust du? Ich Ah, das ist ja nur Fake Lava. Da kann nichts passieren. Ja, da kann nichts passieren. Aber jetzt musst du noch hier hochkommen. Ich komm hier nicht rein. Oh doch. Oh, Rosie. Schnell, schnell, nein, schnell. Nicht schon wieder. Oh, du hast die Tür sogar entdeckt. Wie cool ist das denn? Dann werde ich dir hier auch erstmal einen Gang bauen, damit du hier problemlos reinkommst. Das hast du ja schon entdeckt. So, Rosie, da bist du ja wieder. Und du hast auch schon meine geheime Tür entdeckt. Wie blöd ist das denn? Oh, hier ist ein Jump'n'Run. Oh Gott, ich bin so schlecht in denen. Okay, links oder rechts? Links oder rechts? Rechts ist natürlich eher für Rosie, aber links ist sicherlich... Links ist sicherlich der richtige Weg. Oh ja, du kannst es ja versuchen. Rosie, was machst du denn? Links hat wohl nicht gestimmt. Das heißt, rechts ist der richtige Weg. Das sollte auf jeden Fall einfach gehen. Oh, oh ja, Rosie. Das klappt ja viel, viel besser. Du hast es diesmal raus. Yay, hier ist die Kiste. Oh nein, ich brauche ein Passwort.
Hä, wie? Du brauchst ein Passwort? Kennst du den Code nicht? Haha, Rosie, wo ist denn der Code? Oh, der muss hier irgendwo versteckt sein. Ich spring nochmal zurück. Oh ja, Rosie, du musst leider wieder alles zurück. Du musst nämlich schauen, wo sich alles befindet. Das war's ja wieder komplett. Du kannst dich natürlich wieder hier an den Anfang teleportieren. Oh, danke schön. Das ist fair von dir. Okay, wenn ich ein Passwort wäre, wo würde ich mich verstecken? Vielleicht unter einem von den Blöcken? Vielleicht. Oh, hier ist ein Schild. Oh nein, du hast das Schild gesehen. Was steht da drauf? 1, 2, 3, 4. Da hätte ich drauf kommen können. Der war richtig einfach. Okay, einmal hier und einmal da. Ist runtergefallen. Dann einmal hier, da und dann haben wir es. 1, 2, 3, 4. Oh, ganz viele Blumen und Diamanten. Wie schön. Danke, Floxy. Glückwunsch, Rosie. Du hast es durch meine sichere Base geschafft. So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Schreibt in die Kommentare, welche Base ihr am besten fandet. Rosie's Base oder Floxy's Base? Ich bin gespannt. Liked das Video und abonniert meinen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Und schaut natürlich bei Rosie vorbei. Natürlich könnt ihr wie immer auf den Bildschirm tippen. Dann kommt ihr zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.